So, da sind wir bei Silent Hill 3. Wir haben im letzten Mal hier mit dem Nussknacker, naja, ist nicht wirklich ein Nussknacker. Ich will nicht wissen, für welche Körperteile die das benutzt haben. Wir haben die Walnuss geöffnet. Halt, das ist nicht der Inventarknopf. Und haben den Mondstein daraus gekriegt. Das ist eine Art Edelstein, nicht wirklich für Mond. Irgendwie war in der Walnuss. Wie auch immer er da reinkommt. So ein Glück will ich mal haben, von einem Mondstein in der Walnuss zu finden. So, wir kamen von links, soweit ich mich erinnern kann. Deswegen gehe ich mal hier lang, da waren wir noch nicht, glaube ich. Gucken wir mal hier durch die Tür. Sie ist offen. Halleluja, dass sie offen ist. Jetzt mal muss man. Oh, holy sh. Das klingt nicht wirklich gut hier. Ich muss mal ganz auf die Karte schauen, wo wir uns befinden ungefähr. Nee, das war schon richtig. Müssen wir denn durch? Ich weiß, so viel weiß ich noch. Wir müssen den Mondstein in eine Tür einsetzen. In welche Tür das genau ist, das ist die andere Frage. Ich denke mal, wir gehen da drüben auch wieder raus, höchstwahrscheinlich. Oh, shit. Oh, shit. Nee. Echt nicht geil. Das war diese Tür hier, soweit ich mich erinnern kann. Wir müssen auch noch mal durch diesen Raum mit diesen drei Rouladen auf Beinen. Das wird auch noch witzig. Beim ersten Mal bin ich ganz gut durchgeswitcht. Da haben sie irgendwie nicht so ganz gerafft, dass ich da war. Aber. What the fuck? Genau, da ist die Küche. Oh! Ja, klar! Lad mal nach, ganz kurz. Alter, mach den Weg frei! Verdammt nochmal! Steht hier, geht direkt vor der Tür, dass wir einfach nicht reinkommen. Wie ein Bullshitter auf Beinen. Oh Gott, was zum Teufel war das gerade eben? Oh mein Gott, wo bin ich gerade? Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ich will mal ganz kurz gucken. Wo bin ich gerade rausgekommen? Ich glaube, ich bin sogar richtig. Dass ich wieder aus diesem komischen Komplex rauskomme, zu dem Bereich, wo es wieder Rolltreppen gibt. Soweit ich mich erinnern kann, war diese Tür, die wir öffnen müssen mit diesem Ding. Ah, genau, war die Fernseher. Das heißt, hier muss ich hoch, glaube ich. Oder? War das richtig? Keine Ahnung. Ich glaube, da oben war das. Da waren wir erst ein einziges Mal. Geht's aber noch weiter. Da bin ich ja relativ schnell wieder runtergerannt, weil ich wusste zumindest noch, dass wir da nichts mehr machen können. Ja, Bingo, da ist er natürlich. Ich sehe sie auch schon. Schauen wir uns mal ganz kurz genau. Sie ist abgeschlossen. Oh. By the way, du wirst gerade von hinten gemanscht. Was nicht so cool ist. Was man tunlichst eigentlich vermeiden sollte. Oh. Verdammt nochmal. Schnell ins Menü gehen. Der hat mich jetzt zweimal richtig erwischt. Ah, halt mal. Naja, ich muss mich umgewöhnen von Silent Hill 2. Dass es nicht mehr so ist, dass man jetzt alles in einem Ding hat. Finde ich nicht schlecht eigentlich. Dass es ein bisschen gesplittet ist. Wisst ihr, was wir machen? Ich kämpfe gar nicht erst gegen den. Das tue ich mir gar nicht erst an. Ich setze den Mondstein so schnell wie es geht ein. Oh, ja, genau. Der definitiv nicht bei Vorräten ist, weil das Ding kann ich nicht schlucken. Und jetzt rein damit. Okay, dann ist die Tür auch offen. Das konnten wir leider in der Eile nicht lesen, was draufsteht, aber ist nicht wichtig. Es hätte im Prinzip stand das Rätsel drauf, wie wir diesen Mondstein finden. Also langsam kommt die Erinnerung ein bisschen wieder zurück. Damit. Ja, da geht's immer noch nicht so wirklich gut, könnte es sein. Ah, gelb. War immer noch nicht so erfolgreich. Wie viel haben wir denn an Energie dabei? Wir haben zwei Silber. Ach komm, nimm noch einen, mein Gott. Oh, das war's dann auch. Ist ja abhängig nach dem Scheiß. Lass uns mal gucken. Oh, wir sind schon im richtigen Bereich, ganz genau. Mit dem. Oh, crap. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn du 2 Meter neben dem Durchgang, wo wir rüber müssen, runterfällst. Ich würde laut lachen. Ich würde sehr laut lachen. Komm schon, nimm die Leiter. Yeah, was erwartet uns da unten? Ich habe keine Ahnung. Riesenameisen mit Zylindern? Vielleicht. Vielleicht würde ich auch lieber gegen die kämpfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja. Was bleibt uns anderes übrig, als ins Loch zu gehen? Man hört die ganze Zeit irgendjemanden hier rumtapsen. Und ich will auch gar nicht sehen, wem man hier rumtapsen hört. Muss nicht sein. Muss absolut nicht sein, danke. Ist eine verdammt lange Leiter. Heather ist mittlerweile 32 Jahre.
Aber das Klettern hat sich fit gehalten. Deswegen hat sie sich auch wirklich gut gehalten über die ganze Zeit. Guck an. Das Garagen. Gut, zurück geht's also schon mal nicht. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Nope, du kommst hier nicht mehr raus. Ich meine, sie könnte auch springen, aber das ist ja absurd. Man springt doch nicht, wenn man hohe Stiefel trägt. Okay, Controller geht gerade tierisch ab, was so angeht. Holy shit! Offensichtlich ein Penis wird sie hier einfügen. What the fuck? Ist das die teuflische Vorhaut? Komm schon. Oh, komm, nachladen. So rollst du doch nicht, verdammt nochmal. Nachladen? Nee, nee, nee. Das muss alles schon bereit sein, verdammt nochmal. Okay, wo? Lass sie ganz nächstes blicken hier. Und bam, und bam, und bam. Also wenn man nicht so dumm ist und sich da nach vorne begibt, in die Gefahrenzone gebissen zu werden, hat man hier eigentlich keine großartigen Probleme, finde ich. Zumindest sieht es doch ganz gut aus bisher. Ich meine, er kam auch erst zweimal aus seinem Loch, aber... Komm schon. Bam, kabam. Verdammt nochmal. Hält aber auch echt einiges aus. Verdammte Stabmuschel. So, wo du bist. Stabmuschel. Interessant. Das Wort werde ich mir mal merken. Also recht offensichtlich, dass es keine Riesenameisen mit Zylinder sind, sondern ein Alien-Penis. Ja, keine Ahnung. Was auch immer es ist nicht wirklich hübsch. Es ist nichts, von dem man eine Ölmalerei haben möchte. Oh Gott, nein. Nur um sie anzuzünden danach vielleicht. Das wäre die einzige Möglichkeit, was man mit dieser Ölmalerei dann anstellen könnte. Puh, das haben wir dann ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Und haben uns sozusagen aus dem alternativen Silent Hill wieder zurückgerissen in die normale Zeit. Also in die normale Welt. Sieht fast so aus, ja? Jein. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Du bist vielleicht ein bisschen zurück, bist du, ja, ein bisschen. Aber, je, alle, die Silent Hill kennen, werden jetzt schon heftigst den Kopf schütteln. Bitte verrenkt euch das Genick nicht. Sie weiß es nur noch nicht. Sie weiß es nicht besser. Was soll sie denn tun? Kann ich eigentlich irgendwo noch rein? Weiß gar nicht. Probier's mal. Weil ich weiß, es ist jetzt eh alles kaputt. Das heißt, es geht wirklich nur in die Türen, die wir rein müssen. Und es ist, soweit ich mich erinnern kann, die hier. Also rein, naja, raus eher. Wir müssen nämlich aus dem Einkaufszentrum raus in den nächsten Bereich. Das war es nämlich mit dem Einkaufszentrum erstmal. Und ich bin ganz froh, dass wir den ersten größeren Bereich, das erste Kapitel sozusagen, hinter uns gelassen haben mit. Indem wir dieses komische Riesen-Stabmuschel-Alien-Penis-Auberginen-Vieh besiegt haben. Oh, du schon wieder, verdammt nochmal. Das frage ich dich, alter Mann. Du hast es gesehen? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster. What the hell was that? Zu viel Gin, mein Freund. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about?
What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? Da, Punkt für Sie, alter Mann, Punkt für Sie. I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? Hab ich den Herd ausgemacht? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. Ach Gott, bitte nicht. Nicht noch tiefer. What should I do? How if I know? Ja, du hast jetzt ein Problem. Wenn man das so sagen kann. Ja, ich glaube, das kann man so ausdrücken. Das ist ein ganz schönes Problem. Aber U-Bahn, Heather, echt? Muss das jetzt sein, in die U-Bahn zu gehen? Noch tiefer und unter die Erde, wo es dunkel ist? Viele Schatten? Niemand, der dich schreien hört? Der uns schreien hört? Ich werde lauter schreien als du, das ist schon mal ganz klar. Ich, der hier am lautesten, der am lautesten schreien wird, was ist das denn eigentlich? Echo Actions, natürlich. Wichtige Informationen in der Hazel Street hier. Echo Actions, was ist das denn? Sieht aus wie eine japanische Werbung. Ist das ein Hamster? Nein, das sind Katzen! Strong and healthy. Growing strong and healthy. Minmo, Cat Foods. Ah. Und plötzlich ist die Atmosphäre schon viel niedlicher und flauschiger. Gut. Wir müssen aber leider trotzdem weiter. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir können nicht den kompletten Tag Katzen anschauen. Okay, ich habe auch wahrscheinlich... Ja, das dachte ich mir schon, dass du hier noch keine Karte hast, weil ich habe auch noch keine aufgesammelt. Sherlock. Das ist eine Tür. Oh Gott, da geht's auch noch weiter. Okay. Verdammtes U-Bahn-Labyrinth, habe ich recht? Welches Gleis müssen... Weißt du, auf welches Gleis wir müssen? Da steht Exit, ich gehe da lang. Oh Gott, ich kann da nicht raus, habe ich recht? Oh man, natürlich kann ich da nicht raus. Okay, die andere Tür benutzen, die einzige Möglichkeit, hier noch rauszukommen. Kommt sie nur vor? Ich weiß nicht, irgendwie läuft sie sehr langsam. Läuft sehr, sehr langsam. So gemächlich. Ja, als wenn es gar nicht interessieren würde. Naja, egal. Ich mir da überlege, wie schnell Harry gerannt ist im ersten Teil, wie oft ich den bremsen musste. Mit dem Gesicht an der Wand zwar, aber ich habe ihn gebremst. Das Ergebnis zählt, ja? Das Ergebnis zählt. Sie gibt irgendwie keinen Fuck hier, im Prinzip schnell rauszukommen. So habe ich das Gefühl, ne? Geht auch nicht. Fuck! Müssen wir echt mit der U-Bahn fahren? Ich mag ja in Wirklichkeit schon U-Bahn fahren, nicht wirklich. Nee, geht voll nicht. Aber in Silent Hill? Eine dümmere Idee hattest du nicht, oder? Wow, okay. Ich guck mich in der Halle mal ein bisschen um. Weil ich hier jetzt gerade echt ein bisschen planlos bin in diesem Areal. Oh, guck mal. Da haben wir doch hoffentlich irgendwo... Hier ist eine Karte der U-Bahn, aber auch ohne hinzusehen kenne ich noch meinen Heimweg. Nein, einfach rein... Und den Zug zur Bergen Street von Bahnsteig 3. Das ist okay. Das wissen wir wenigstens mal, wo wir hin müssen ungefähr. Bergen Street. Was liegt denn hier fein? Das ist eine Zeitung. Auf dem Fahrkartenautomaten liegt eine Zeitung. Tödlicher Unfall in Hazel Street. Gegen 23 Uhr am 4. des Monats fiel ein auf dem Bahnsteig der Station Hazel Street wartender Mann auf die Gleise und wurde vom gerade einfahrenden Zug Richtung St. Renata College enthauptet. Oh Gott, enthauptet? Autsch, das Opfer starb auf der Stelle. No shit. Die Polizei untersucht, ob es Unfall oder Selbstmord war. Zeugen zufolge schien das Opfer jedoch nüchtern zu sein, absichtlich vom Bahnsteig zu springen. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich sehr wahrscheinlich um Selbstmord handelte. Die Identität des Opfers ist noch immer unbekannt. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Jacke. Diese Zeitung ist 4 Monate alt. Wieso liegt die jetzt herum? Ja. Hier bricht er nicht das Genick beim Hingucken. Warum liegt die jetzt wo herum? Ja, nein, das war ich. Okay, es war kein... Ich wollte euch nur... Ach, okay. Ich wollte sie nur behinderter laufen lassen, als es tut. Okay. Ach, die geht schon in Position, wenn man... Oh, wenn man Viereck gedrückt hält. Das ist auch gut zu wissen. Wieder was Neues über Silent Hill gelernt. Okay, da geht's... Ne? Hallo? Okay, da geht's auch nicht raus. Das heißt, einzige Möglichkeit, da vorne durchgehen.
Da vorne durchgehen. Da war es offen irgendwo. Bingo, hier war es offen. Und zum Teufel bin ich. Ist echt nicht so cool, wie es aussieht hier. Ist echt nicht cool. Sagen wir mal so, zumindest ist es leer. Ist zwar blöd, dass keine anderen Menschen da sind, aber zumindest keine Gegner, aber ist schon mal schön. Oh, gut, dass ich hier so rumgucke. Patronen für die Pistole, nice. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob ich wirklich da runtergehen möchte. Aber wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig gleich. Na gut. Oh man. Why not? Geh in die Dunkelheit. Da, wo es rausbrüllt und rausgrummelt. Und es klingt wie ein verdammter T-Rex. Hast du Bock gegen den T-Rex zu kämpfen? Ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das so geil ist, gegen den T-Rex zu kämpfen. Oder wie willst du denn bitte... Willst du den umboxen, ne? Bergen Street. Warte mal, Bergen Street ist cool. Alter Schwede. Also wir wissen, dass wir auf Gleis 3 müssen. Oh, okay. Oh, das ist schön. Das ist, yeah. Yes. Hopp, 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 hopp. Oh, komm schon. Ein Zug. Autsch. Merkt euch, Kinder, springt nicht auf Bahnschienen. Das ist eine ganz blöde Idee. Das probieren wir nächstes Mal nochmal und dann vielleicht ohne drauf zu gehen. Bis dahin. Haut rein. Verdammt.